Frohe Ostern, Deutschland! Ja, allen Lesern ein fröhliches Ostern. So wie die Natur immer wieder vom Winterschlaf erwacht, so war Christus nach 3 Tagen auferstanden und genauso wird Deutschland wieder auferstehen. Bald werden es nun 100 Jahre, da man es klein und kaputt gemacht hat. Es war nicht das erste Mal in seiner Geschichte. Nein, es ist von den Großmächten drumherum über ein halbes Jahrtausend immer schön klein gehalten, bei Bedarf auch mittels 30-jähriger Kriegsführung gehackt worden. Aber selbst bei Dornröschen währte die Agonie nur 100 Jahre, wie wir vom Märchen wissen, und die sind nun langsam aber sicher vorüber. In dieser langen Zeitspanne ist der Kommunismus groß geworden und hat sich überlebt. Auch von den ehemaligen Großmächten herum ist nicht viel geblieben. Frankreich und England als Kolonialmächte sind vergangen und in dieser Zeit nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und die Großmacht überm großen Teich war darüber zur Weltmacht geworden, hat sich überdehnt und übernommen ist ein höhlener Koloss, der beim nächsten zu großen Schritt umstürzen kann. Und wir, Deutschland, sind seit Jahrzehnten einer Politikerkaste von Adenauer bis Merkel, von Künast Roth bis Süßmuth und Friedrich ausgeliefert, welche die vornehmste Aufgabe darin sieht, Deutschland endlich abzuschaffen, als Nation aufzulösen. Und die Deutschen suchen sich auch immer genau wieder diese Leute aus, um sich von ihnen am Nasenring führen zu lassen. Aber auch das geht dem Ende zu. Nachdem bald der letzte Hindenburgplatz umgetauft, Nazi-Grab eingeebnet, Rechte eingesperrt oder mundtot gemacht, letzte Auschwitz-Überlebende heilig gesprochen, letzte deutsche Mythos wie Hermanns zur Varusschlacht europäisiert, auf Erden jemals stattgefundenes Massaker in deutsche Mitschuld hineingeforscht, ja, sogar die deutsche Schreibschrift abgeschafft wurde. Nun denn, was bleibt da noch? Ein öder, gleichgeschalteter, politisch korrekter Einheitsbrei von Politik, Kultur, Wissenschaft, Forschung, Lehre und Sprache. Das allerfreieste Deutschland hat niemanden mehr, der es gewohnt ist, auch seine Freiheit selbstständig zu gebrauchen. Die geistige und publizistische Vielfalt der Kaiser- oder gar Weimarer Zeit so weit weg, unerreicht und verflossen. Die verbliebenen, weltoffenen und multikulturierten, dafür aber gut bezahlten und etablierten Politiker, Künstler, Historiker und Publizisten gucken sich und ihre sich ständig wiederholenden geistigen Schöpfungen blöde und gelangweilt an. Ein Krass, der israelische Kriegstreiberei gegen den Iran für nicht so richtig gut hält, entfacht einen Sturm der Entrüstung dieser Meinungswächter. Jede Abweichung von der Meinungsnorm führt zum gesellschaftlichen Tod, wie so mancher von uns schon zu spüren bekommen hat. Wer nicht gut situiert ist, den auch zum Sozialen. Aber die Krusten brechen auf. Die Politikmüden wählen plötzlich die systemverweigernden Piraten. Protest! Ein alter Literat prangert den geheiligten und hofierten Verbündeten an. Ein Historiker meint, den deutschen Überfallern hätte seinerzeit eine riesige bedrohliche Übermacht entgegengestanden, also Notwehr. 2 geschasste Ex-Präsidenten äußerten, dass Deutschland nicht für alles und alle die Schulden übernehmen dürfte. Und die Nutznießer und Betreiber dieser globalen Jahrhundertentwicklung haben sich in ihrer unendlichen Gier eine bodenlose Grube gegraben, die sie und ihr ganzes System auf Nimmerwiedersehen verschlingen wird. Es ist nur nicht klar, an welcher Stelle der Grubenrand zuerst abrutscht und alles mit sich in die Tiefe reißen wird. Die große Lüge und Illusion, dass es ohne Nation, Gemeinschaft und Verantwortung gänge.
Auch der jüngste Präsident erwähnt bei seiner Wahldankesrede nicht ein einziges Mal Deutschland. Genau das Land, dessen Präsident er sein will. In Polen, beim Antrittsdiener, da redet er schon von der souveränen Nation, nämlich der polnischen. Für die Deutschen hat er bloß das europäische Wertegefasel übrig. Ist Gauck der zum korrekten Einheitsbrei passendere? Oder wird er wieder erwarten zum Krustenaufbrecher? Lohnt es sich, den groben Rand zu befestigen, oder ist's nicht sinnvoller, ihn mit zusätzlicher Nässe aufzuweichen? Der EU-Moloch hat sich so weit von den Völkern Europas, den Nationen, entfernt und sie zugleich bis zu Lasten der Urenkel hin verschuldet. Da ist nichts mehr zu reparieren oder gar auszusteigen. Die Züge sind abgefahren. Der Rest geht automatisch, wird von der politischen Kaste abgewickelt. Also, je eher das Ende mit Schrecken, desto besser eigentlich. Je eher die Kreuzigung, umso eher Auferstehung. Ein deutsches Ostern. Dieses Deutschland wird es nicht überleben. Aber die Deutschen, sie haben all das Schlimme der letzten 500 Jahre überstanden und sind jeweils wohl stärker daraus hervorgegangen. Im letzten Kriege wurde es explizit formuliert, uns umzubringen und auszurotten. Aber sie brauchten uns. Sie haben sich alle kräftig und gründlich bei uns bedient. Mit deutschem Wissen, Geist, Technik, Fleiß und Wirtschaftskraft. Bis heute. Und sie haben es aufgebraucht, wissen aber allein nicht weiter. Wir werden die Kurve kriegen. Gerade wenn schlimm wird, laufen wir zur Höchstform auf. Wir werden ein neues Deutschland schaffen und diesmal ein wirklich freies. Und nur wirklich freie und souveräne Staaten werden selbstbestimmt ein starkes Europa der Vaterländer kreieren. Genauso, wie wir es schon Anfang der 40er Jahre für Europa angedacht und entworfen hatten. Und wir werden nicht ein drittes Mal den Fehler machen, in Russland nicht unseren natürlichen Partner zu sehen. Russland und Deutschland sind aufeinander angewiesen. Mit Bismarcks Abgang verschwand leider dieser Grundsatz, wodurch sich aus dem Gegeneinander unserer beider Völker jedes Mal die furchtbarsten Auswirkungen ergaben. Aber wie hätte sich Russland ohne Deutsche entwickeln können? Und wie wollten wir zukünftig ohne russischen Rohstoffreichtum auskommen? Wie wollte Russland seinen quasi großen Kontinent ohne deutsche Mitarbeit erschließen? Wir brauchen und wir sollten nicht unsere Partner irgendwo überm großen Wasser suchen. Wir waren nie das Volk der Seefahrer. Und das haben uns dieselben auch bis heute immer wieder spüren lassen. Bei denen waren wir nie gleichberechtigt, gar geachtet, nur Wasserträger. Diese Illusion hat uns schon so unendlich viel, furchtbar viel gekostet und sollte endgültig in der oben genannte Grube mit verschwinden. Wollen wir den Landweg nehmen? Wir wandern und haben wohl auch deshalb die meisten und schönsten Lieder dazu. Und dabei werden wir die Partner finden, die gerne gemeinsam mit uns gehen. Sie stehen bereit. Es liegt nur an unserem Wollen. Und wir werden vom Anspruchsdenken und Selbstverwirklichen wieder zurückfinden zu Gemeinschaft, Familie, Volk und Verantwortung als Quellen und Grundlagen aller menschlichen Existenz. Dies zusammen wäre dann endlich die einzig hilfreiche deutsche Vergangenheitsbewältigung und damit ein fröhliches Ostern.